Liebe Videofreunde, Heimkino-Verehrer und Filmliebhaber, meine sehr geehrten und verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu, ja, keiner neuen Folge Kino to go. Ich muss mich leider für diese Woche entschuldigen. Ich habe es nicht geschafft, ein paar ausführliche Besprechungen hier an den Start zu bringen. Mein Terminkalender war halt einfach bis zum Platzen gefüllt. Ich hatte ein paar Zusatzdrehs, die mir Zeit geraubt haben. Ich musste Texte für Geht ins großes Kino schreiben und darf heute schon wieder nach London fliegen, um morgen Interviews mit Guillermo del Toro zu führen. Und das alles, wie gesagt, hat viel von meiner Zeit in Anspruch genommen, deswegen habe ich es nicht geschafft, hier breiter über ein paar schöne Scheiben zu sprechen. Das tut mir sehr leid, Entschuldigung nochmal an dieser Stelle, aber ein kleiner Ausblick dafür auf nächste Woche, in der ich das versuche ein bisschen auszugleichen, indem ich gleich drei, ja, wie soll man sagen, kleinere oder größere Blockbuster besprechen möchte. Unter anderem Die Mumie mit Tom Cruise oder auch King Arthur und diesen kleinen, wundervollen Film namens 7 Minuten nach Mitternacht. Also darauf dürft ihr euch schon mal freuen. Na komm. Sie wird fordern, was ihr verwehrt wurde. Egal wie, bringt ihn um. Naja, so ganz ohne Tipps will ich euch dann doch nicht in die Woche entlassen. Deswegen habe ich mal geschaut, was gibt es, dass ich euch als kleine Entschädigung für die Durststrecke, die ich euch zumute, anbieten kann. Und was ist gerade rausgekommen, was erscheint vielleicht diese Woche und so weiter und so fort. Und ich habe drei Filme gefunden. Ja, da kann ich sagen, hey, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt und wenn ihr Bock auf sowas habt und wenn ihr es denn gar nicht aushalten könnt, bis ich was Neues vorstelle, dann schaut euch irgendwie einen von diesen drei an. Vorausgesetzt, ihr seid Horror-, Trash- oder Splatter-Fan, dann ist das, oder Zombie-Fan, dann ist das auf jeden Fall, sag ich mal, ein kleiner brauchbarer Ersatz für diese Woche. Ja, der erste Film heißt 68 Kill, handelt von einem jungen Mann namens Chip, der pumpt eigentlich Klärgruben ab und verdient damit sein Geld, was für ihn okay ist, denn er hat eine sehr attraktive Freundin namens Liza. Dass Liza sehr herrisch ist und er sehr unter dem Pantoffel von ihr steht und dass Liza auch nebenbei noch mit einem alten Mann für Geld schläft, das stört Chip nicht unbedingt. Aber er fängt an zu zweifeln, als Liza mit einer sehr fragwürdigen Idee an ihn rantritt, denn Liza möchte ihren Sugar Daddy umbringen und Kohle kassieren und ja, Chip soll ihr dabei helfen. Du bist hier hörig, Chip. Ach was, sieh sie dir an. Ich habe einige Probleme in meinem Leben, aber meine Beziehung mit Liza ist keins davon. Ich war wohl ein böses Mädchen letzte Nacht. Ja, ich hasse einfach den Gedanken daran, dass du und Ken... Die Miete ist fällig, Daddy. Du bist ein verflucht steiler Zahn. Echt nicht, er ist nur ein Sugar Daddy mit einem winzigen Würstchen und einem fetten Bankkonto. Ist das alles für mich? Du bist süß, aber so süß auch wieder nicht. Ich will dich einfach nur glücklich machen. Weißt du, was mich glücklich machen würde? 68.000 verfluchte Dollar. Ich hab einen Plan. Rein und raus, das war's. Niemand wird verletzt. Scheiße! Mach dich locker und entspann dich. Du verhältst dich, als hättest du noch nie jemanden getötet. Weil ich das auch noch nicht hab! Warte, ich werde dir nicht wehtun, ich schwör's, ich werde dir nicht wehtun! Und ob wir das werden? Von einer Frau zu Mord und zu einer Entführung hinreißen lassen? Chip, du musst lernen, wie du für dich selbst einstehst. Kann ich aufstehen? Meine Knie tun weh. Bereit für die Party, Chip. Du hast verdammt nochmal die beste Nacht deines Lebens vor dir. Schon bald werden wir aus diesem Drecksloch verschwinden. Wo ist mein verdammtes Geld? Grelle Gewalt, grelle Farben, grelle Performances. Unter anderem von Annalyn McCord, die ich seit Excision sehr, sehr schätze und sehr, sehr mag und die halt ihre Rolle hier auch sehr genießt als Furie. Ja, und das erschöpft sich so ein bisschen nach einer Zeit, aber ansonsten ist es eigentlich grundsolide, wenn man halt auf so ausgelassene, wie soll man sagen, Schizo-Komödien steht mit reichlich Blut. Ja, geschrieben und inszeniert wurde es von einem Mann namens Trent Hager. Nur als kleine Randinfo, der hat unter anderem auch It Came From The Desert geschrieben, auch ein CGI-Monster-Ameisen-Film, der dieses Jahr auf dem Fantasy-Filmfest gelaufen ist. Der hat aber auch einen Film geschrieben, den ich sehr mag, der heißt Cheap Thrills. Den solltet ihr euch vielleicht auch mal auf den Zettel setzen. Naja, und jetzt ist 68 Kills der zweite Film, bei dem er auch Regie geführt hat. Wie gesagt, die Feminismusbotschaft ist vielleicht nicht ganz gelungen. Sie gehen eigentlich echt in die Binsen, sagen wir es mal so. Aber dafür, wer da nicht so wirklich viel Wert drauf legt und eher so einen ausgelassenen Gewalt,
bejahenden Spaß haben möchte, der ist mit dem Film eigentlich ganz gut aufgehoben. So, dann gibt es einen Film, der heißt Officer Down. Der ist dann doch mehr im Bereich Trash anzusiedeln und handelt unter anderem von einem Polizisten, einer Art Frankenstein-Polizisten, Schrägstrich Robocop, der in einer fiktiven Zukunftsmetropole für Recht und Ordnung sorgt und ja, sich der Bedrohung durch eine Gangstergruppierung namens Fortune 500 stellen muss. Das Ganze wurde inszeniert von dem Slipknot-Drummer, dessen Namen ich jetzt leider nicht weiß, der auch schon aber auch ein paar Videos, glaube ich, inszeniert hat für Slipknot. Und das Ganze ist halt wirklich kostengünstig. Ja? Darüber hinaus aber auch sehr saftig, also das Blut spritzt literweise und meterweise. Und ja, Köpfe werden per Schrotflinte zerschossen, Körperteile fliegen abgeschossen durch eine Schrotflinte durch die Gegend, Menschen werden auseinandergenommen und so weiter und so fort. In der Mitte steht Kim Coates, den man vielleicht aus Sons of Anarchy kennt, und versucht halt für Recht und Ordnung zu sorgen und dabei irgendwie sich ein bisschen Menschlichkeit zu bewahren. Sollte man nicht ganz so ernst nehmen in diesem Film, also man sollte wirklich mit einem sehr Trash-tolerierenden Auge an die ganze Sache rangehen und vor allem auch halt Fan von solchen Filmen sein und sich auf ein doch teilweise echt unübersichtliches Schnittgewitter gefasst machen, ja. Aber wer damit leben kann und wer halt mal Bock auf so ein bisschen Billow-Splatter-Gemetzel hat, ja, der kann Officer Down eine Chance geben. Und ansonsten, mein letzter Tipp für diese kleine Woche ist dann It Stains the Sand Red. Das ist ein kleiner, feiner Zombie-Film, den ich auf den Fantasy Filmfest Nights, glaube ich, für mich entdeckt habe. Der fängt ultra bescheuert an, ja, wirklich. Es geht um eine junge Frau, eine Stripperin, die mit ihrem Freund, Liebhaber, Affäre, was weiß ich, durch die Wüste hackt. Man hat irgendwie mitbekommen, oh, irgendwas ist mit der Welt im Argen und plötzlich haben sie eine Autopanne, weil sie sich auch zoffen. Und dann entdecken sie am Firmament oder am Horizont eine wankende Gestalt auf sich zukommen oder auf sie zukommen. Und naja, das ist ein Zombie. Und stattdessen, dass die beiden versuchen, irgendwie ihre Karre in den Griff zu kriegen, nein, sie streiten sich wiederum und er, so ein kleiner Möchtegern-Gangster, versucht dann halt diesen Zombie aufzuhalten, was dummerweise in die Hose geht. Und weil die Karre jetzt halt auch kaputt ist, sieht sich die Stripperin nun gezwungen, durch die Wüste zu einem Flugplatz, der die erlösende Rettung verspricht, zu laufen. Verfolgt von einem Zombie. Und den eigenen Dämonen und angetrieben von einem Beutel Koks. Ja, das klingt jetzt alles ein bisschen wirr. Und wie gesagt, fängt auch wirklich bescheuert an. Ich habe gedacht, was ist das für ein Film? Was wollen die mir hier erzählen? Aber wenn die Dame erstmal in ihrer, ja, eigentlichen Rolle ist als Wüstendurchquererin, dann fängt dieser Film an, wirklich ein paar richtig schöne Ideen aus dem Zombie-Thema rauszuholen und dann auch teilweise den Zuschauer zu entlarven. Ja, also wenn man so denkt, oh, das hat man alles schon gesehen und jetzt passiert das und jetzt passiert das. Nein, dieser Film findet andere Mittel und Wege und zeigt dann halt auch eine Frau, die, sage ich mal, sich ihrer Situation stellt und versucht, das Beste daraus zu machen und dabei sogar teilweise richtig intelligente Lösungen und vor allem viel Herz und Mitgefühl erzeugt. Ja? Also das hätte ich nicht gedacht am Anfang, als ich diesen Film gesehen habe und eigentlich schon wirklich zu den Akten unter Vergiss es bloß schnell wieder gelegt hatte. Nee, dieser Film, gerade auch durch die Hauptdarstellerin, erzeugt dann doch jede Menge Sympathie und Mitgefühl und Empathie vielleicht halt auch und macht dann auch irgendwo Spaß. Ja, und sollte man sich mal auf den Zettel setzen, wenn man denn auf schöne Zombie-Filme steht, beziehungsweise auf Zombie-Filme, die vielleicht nicht den höchsten Produktionswert haben, aber das Beste aus ihren Möglichkeiten machen und halt dann auch mal mit einer schönen neuen Idee daherkommen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen kleinen Tipps ein bisschen weiterhelfen, ein bisschen die Zeit vertreiben, ein bisschen Spaß besorgen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder bei hier bei Red Carpet und Kino2Go. Tschüss.